Beat. Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ender Games hier auf dem Goblin.net Server. Heute mal mit dem Tintenfisch-Kit. Und ja, mal gucken, was ihr damit so reißen könnt. Es kam jetzt schon länger kein Ender Games mehr, weil der Goblin-Server immer Probleme hatte. Und jetzt geht's hier wieder alles gut. Ich spiele außerdem ohne Resource Pack, da ich gerade irgendwie ein paar Probleme habe und immer so ein bisschen Lecks habe. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ja, was ich außerdem in dem Video ansprechen wollte, ist, dass ich jetzt Premium Plus auf dem Goblin-Server habe. Ich habe es jetzt, lol, neben mir stimmt, aber hat sich ausgelockt. Sehr schön, bisschen Stuff. Ich hatte jetzt, glaube ich, vor einer Woche oder so Premium Plus bekommen. Auf jeden Fall vielen Dank dafür nochmal, Goblin-Server. Man kann ich jetzt auch gut genickt spielen. Erstmal besonders zum Einspielen ist ganz gut, wenn mich, da werde ich halt nicht getötet und schreibt jemand, ah, Megatron ist so easy, easy. Dabei habe ich mich gerade eingespielt. Kann ich mich jetzt wenigstens nicken und werde nicht sofort getargetet. Ich spiele aber gerade an, Nick. Ja. Keine Ahnung, habe ich mir gedacht, mache ich auch mal wieder. Ich spiele eigentlich eh nicht so oft genickt. Aber manchmal schon. Manches ist halt schon ganz angenehm. Okay, gucken wir mal, was wir hier bekommen. Erstmal zu dem Kit, was das Kit überhaupt kann. Man gibt halt den Gegner einen Blindness-Effekt, wenn man ihn tötet. Was schon ziemlich stark ist. Also ich glaube 5 Sekunden oder so, wenn man ihn tötet, wenn man ihn schlägt. Mit dem Bogen ist es leider nicht so, wenn wir den mit Pfeilen abschießen. Das wäre aber auch zu OP, muss man sagen. Aber ist eigentlich ganz praktisch. Okay, eigentlich haben wir sozusagen fast schon 2 Kits, weil wir am Anfang sofort Barbar bekommen haben. Aber ja, so. Gucken wir mal, was wir machen können. Außerdem kann ich euch nicht antworten momentan. Ich habe Chatban. Den Quick SG ein bisschen abgestaubt. Richtig blöd von jemandem. Dann habe ich mich ein bisschen aufgeregt. War eigentlich auch nicht so schlimm, dass ich gleich 7 Tage Chatban dafür bekommen muss. Aber der Gom-Server kann das ja sich aussuchen. Da habe ich halt 7 Tage Chatban. Da kann ich halt euch nicht antworten. Ist halt manchmal schon ein bisschen blöd, wenn so viele Leute mir irgendwas schreiben. Und sie denken, ich wäre so arrogant und antworte deswegen nicht oder sowas. Und dabei habe ich Chatban. Okay, da habe ich erstmal vertrieben den Typen. Dann kann ich mir erstmal schöne Eisenbrust craften. Damage Pot auch immer. Oh, wir können uns noch schöne Goldhose holen. Okay. So, dann gucken wir jetzt mal, dass es eine schöne Killrunde wird. Okay, da vorne hat Speed 2 der Typ. Der hat sich nämlich, glaube ich, gerade aus der Lava was geholt. Ah, Mann, ich treffe ihn nicht. Okay, komm her, Freundchen. Lol, er buggt, oder? Nee. Ich will jetzt ein paar Kills machen. Ist eigentlich schon ziemlich da. Außerdem haben wir immer hinter uns eine Wasserspur. Das heißt, deswegen können wir uns sozusagen nicht anzünden. Können wir eigentlich nicht angezündet werden, weil wir uns immer selber löschen. Aber wir können auch keine Gegner anzünden. Das ist ein bisschen blöde. Okay, haben wir ihn auch. Da kommt noch jemand. Ein kleines Ungeheuer. Da rennen wir aber erstmal kurz. Denke ich mal, das wäre sicherlich sicherer. Shit. Hätte er nochmal raufgeschossen, hätte er uns vielleicht sogar ins Wasser gehauen. Müssen wir aufpassen. Ja, wir brauchen eigentlich eh nichts von ihm. Haben wir aber gut gegeben. Okay, dann gucken wir mal weiter, dass wir jetzt noch einen schönen Goldhelm uns craften. Das Eisen nehmen wir uns noch auf für eine Eisenhose erstmal. Okay, dann geht's da vorne weiter. Ist auf jeden Fall cool. Vielen Dank nochmal, Gomserver, für Premium Plus. Ist echt nice. Okay, ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Kit ihr als nächstes sehen wollt. Ich denke, ich werde es nicht mit einer Abstimmung machen. Schreibt es einfach mal rein, worauf ihr Bock habt. Vielleicht auch sowas wie Polizist. Also sowas wie Känguru. Das wollen ja auch viele nicht, weil es einfach zu OP ist und deswegen so oft kommt. Okay, da kommt ein Randy. Ein Randy. Okay, der tötet sich höchstwahrscheinlich mit den Enderperlen selber. Es passiert so oft in letzter Zeit, dass die Leute da flüchten wollen und zu blöd dafür sind und sich dann selbst durch ihre Enderperlen umbringen. Das ist immer nicht ganz so schön. Okay, du willst ein Bow-Battle haben. Oh Mann, das Wasserzeug nervt manchmal schon, besonders beim Bowkampf, wenn man zurück will. Okay, der ist erstmal geblendet. Geblendet. Okay, an seiner Stelle würde ich mal ganz schnell aus dem Wasser rausgehen. Okay, wir könnten uns sogar auch was Gutes craften. Ein paar Diaschuhe. Ich glaube, er kommt wieder rüber, ja. Och Mann, ich wollte ihn jetzt ein für alle Mal töten. Leider ist er dann wieder weg gewesen. Der Port war jetzt ein bisschen ärgerlich. Weil ich wollte ihm gerade schön die beiden Damage-Pots an den Kopf werfen. Und ich denke schon, dass es dann ihm gezogen hätte ein bisschen was. Kann man so sagen, denke ich. Okay, nice. Mal ein bisschen schönen Stuff bekommen. Können wir uns einen Diabos-Panzer craften? Ja. Machen wir auch schnell. Oh, da kommt ein Gegner. Ich hoffe, dass es nicht der Starke ist. Nein, nur irgend so ein Barbaren-Typ, der im Wasser schwimmt. Naja, One-Hit wäre Two-Hit.
Okay, das Wasser nervt manchmal echt. Das einzigste Nachteil im Kit eigentlich das Wasser. Na gut, es gehört dazu. Ist aber, ich weiß nicht, manchmal bringt es auch sogar was. Man kann auch zum Beispiel, wenn man auf so Türmen ist, das Wasser an sich runterlassen. Und kommt damit. Och, Junge. So. Haben wir ihn erlegt. Okay, 5 Kills ist doch ganz schön. Vielleicht eine 8-Kill-Runde. Glaube ich zwar nicht. Denke ich eher nicht. Okay. Ein schönes Ungeheuer mit dem Feuerbogen. Der jetzt von hinten gekillt wird, hoffentlich. Ist das Ungeheuer Viech im Wasser? Das wäre ganz schön, ja. Ich weiß ja gar nicht, ob ich den Wassereimer habe. Okay, da haben wir ihn. Der versucht sich wahrscheinlich jetzt noch den Feuerbogen zu holen. Aber den droppt der das Ungeheuer gar nicht. Okay, jetzt würde ich auch gerne rübergehen. Ich weiß aber nicht, ob er Pfeile hat. Der Kollege. Hast du Pfeile? Ich habe leider keine Enderperle. Ich gehe einfach mal rüber. Risky, risky. Ach man, hätten wir ihn einmal getroffen, hätte er das mit Langsamkeiten so bekommen. Es scheint, ist ja ein Enterhaken. Ist aber momentan, das Kind ist eigentlich ziemlich schlecht jetzt, seitdem es genervt ist. Ich weiß ja nicht, wozu er mich hier ärgert, wie sonst was. Ich krieg da einen Wutanfall. Hätte ich keinen Chat, dann würde ich den Typen jetzt schon wieder beleidigen dafür, dass er ganz ehrlich so einen Scheiß abzieht. Okay, 25 Blöcke, da ist der Typ. Okay, sie tun so, als ob wir nur einen Pfeil haben. Oh ne. Okay, wir haben uns gerade selbst einen Speedblock hergestellt, das ist ganz praktisch. Oh nice, wir haben den starken Typen. Ausgeschaltet. Hoffen wir mal, dass der andere nicht abstauben kommt. Was er aber wahrscheinlich vorhat. So, im nächsten Video gibt es auf jeden Fall auch wieder ein anderes Resource Pack, damit ich an einem anderen PC dann. Da kann auf jeden Fall ein anderes Resource Pack wieder drin sein. Ich weiß nicht, wie ich es hier machen werde, wenn es manchmal so mega leckt. Ah, keine Ahnung, auf jeden Fall das Kit, erstmal meine Bewertung zum Kit am Ende. Es ist halt schon ein gutes Kit, was man sich kaufen kann. Muss man nicht unbedingt, aber es ist schon stark. Also ihr könnt es euch gerne holen. Ich würde nicht sagen, dass es schlecht ist. Ja. Okay, da vorne ist der gute letzte Gegner. Okay, Leute, ich habe ihm eine Falle gestellt, dem kleinen Arsch. Der ganze Zeit, der rennt wirklich nur weg. Das kotzt so an. Okay, es ist Zeit zu sterben. So, Leute, haben wir den easy gekillt am Ende. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Dann freue ich mich über eine positive Bewertung und bis zum nächsten Video, Leute. Ciao, ciao.